Sachsens Gesundheitsministerin Christine Klaus war am Montag zu Gast im Hoyerswerda Klinikum. Gemeinsam mit dem Arbeitskreis Soziales und Verbraucherschutz der CDU-Landtagsfraktion informierte man sich vor Ort über die Entwicklung des Krankenhauses und bestehende Probleme. Viermal im Jahr verlassen die Politiker den Landtag, um sich Rückmeldungen aus Praxis sowie Anregungen für ihre Arbeit geben zu lassen, erklärt der Vorsitzende Alexander Kraus.